aus dem Fenster gucken und dann wissen sie, warum sie trainieren. Denser und die Skyline. Und rein! Was geht ab, Leute? Ihr habt ja schon das letzte Video mit Gramo auf dem Platz gesehen und heute gibt es Teil 2, nämlich im Gym. Und das Besondere, ihr seht, es ist einfach sein eigenes Gym. Es sind mega viele richtig gute Geräte da und ich habe geguckt, kein einziges Gerät fehlt, was ich in meiner Fitnessstudio-Routine drin habe. Wenn ihr Bock habt, dann kommt gerne mal bei mir vorbei. Zwischen Frankfurt, Offenbach, am Kaiserlei ist das Studio. Gramo Athletics heißt es. Ich mache Speedcamps, Kurse, Einzeltraining. Checkt einfach dazu die Links aus. Ja, los, let's go! Hoch und runter joggen. Okay. Ja, wirklich? Ja, ganz normal. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to direkt schon Schulterpartie zu mobilisieren oben. Keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to front for all of these niggas. Ein bisschen mehr noch schwerpunktiv hier, ja, genau. Gerade mit dem Band kannst du dich immer super vorbereiten, also gerade vor dem Training, weil du eigentlich alle Muskelgruppen so ein bisschen die richtigen Übungen gleichzeitig beanspruchen kannst. Du machst den Step raus und ziehst hoch. So, erstmal Bauch feste machen, Arm und linkes Bein, ja? Ja. Alles andere bleibt feste. Und das? Jawohl. Sehr gut. Probier hier schön eine aktive Streckung reinzukriegen. Genau. Jawohl. Den hältst du feste, festhalten, festhalten und über den Arsch hochkommen. So, wenn ihr Bock auf die Bänder habt, Link in der Beschreibung. Mit der Kettlebell einfach nur kurz, um den Rumpf zu aktivieren, einseitig. Wir fangen direkt mit Gelb an. Wollte ich nicht unterfordern. Das ist ein Marschieren. Bauch hier links feste machen und dann marschieren. Leider zu unbewusst, dass man den Bauch bei den Übungen nicht aktiv anspannt. Mhm. Wenn man ihn dann anspannt, dann weiß man auf einmal gar nicht mehr, wie man atmen soll. Pusten, aber trotzdem dauerhaft Kontraktion und dann sind wir gleich für die Übung perfekt gewappnet. Jawohl. Natürlich ein bisschen zügiger laufen, mein Tempo. Schon in den Bauch. Oder? Wenn man es richtig macht, genau, dann der ist steinhart. Perfekt. Für alle, die komplett meine Videos verfolgt haben, doch fast 1:1 so, wie mein eines Zimmer mal aussah während der Corona-Zeit. Fast. Erste Champions League-Übung. Seitstütz, einbeinig, auf dem Ball, auf dem Arm, plus eine Ruderbewegung. Ne, guck mal. Fresh out the rat like me. And I'm still trying to fight my demons. Cause we all gotta hike like Tina. That's why I gotta ride with the Tina. Outside is a war going on. Make me put my hands on my head like the Macarena. Hier nochmal eine super Übung für den Antritt generell, dass du den Medizinball gegen die Wand wirfst mit einem Antrittsschritt. Von hier, von der Brust, beugen, einen Fuß ausdrücken, strecken und volle Power raus. Ja. Dabei auch gerne laut werden. Dann, ja! Schießt du rein. Okay? So. Dabei mehr in die Knie. Du kannst nur durch Beugen und Streckung überher erst Kraft bekommen. Ja. Ja, genau. Ja, viel besser. Hast du gemerkt? Raus! Deswegen mit Gewicht, ersten Schritt. Auf dem Platz kann man das natürlich noch machen, dass man danach wegrennt. Und rein! Selber hoch. Sprungkraft hoch. Wir haben jetzt nach vorne den Antritt gemacht. Jetzt mit einem Stepper nach oben. Drei Gelenke, so weit wie es geht, zu strecken. Und durch diese Streckung so viel Kraft zu benutzen, um nach oben zu kommen. Also hier hoch springen. Sauber landen. Hier hoch springen. In der Luft ist Sprung, Knie und Hüfte. Knie und Hüfte. Das sind die Muskeln, die du brauchst beim Antritt, um exklusiv nach vorne zu kommen. Genau. Schneller zu werden, brauchst du auch, solltest du auch plyometrisches Training mit einbauen, also schnelle, kurze Bodenkontakte, um einfach ja, dich schnell abdrücken zu können. Die Muskelgruppe für die Endgeschwindigkeit, wenn du dieses Rad machst am Ende, also wenn man groß sprintet, macht man ja mehr diese Bewegung und da wird die hintere Kette sehr stark beansprucht, ist dann die Bewegung dazu oder die Übung dazu. Diagonal, wechselst hier
das erstmal nur zum Anfang. So. 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 Das war ja ein Switch letztendlich. Ja. Switch. Switch. Jetzt machen wir einen Double Switch. Also pap, pap. Du bist immer mit der gleichen Seite auf dem Boden. Also hier. Umso schneller der Kontakt, umso schneller auch auf Platz. Jawohl. Jawohl. 4, 5, 8, 6, 8. Einheiten, die du jetzt gemacht hast in der Vergangenheit, ja, haben sich ausgezahlt. Also das sieht man auf jeden Fall. Ja. Ausfallschritt auf die Box. Komm, schau es dir ruhig seitlich an. Verlassen, schneller Bodenkontakt und anderes Bein über links vorne, dann wieder hoch. Guck auf die Arme. Und dann schnell. Okay? Rechts vor. Running through the money, but the money's long. Arme musst du noch reinkriegen? Ja, ein bisschen. Guck mal, bei dir, bei dem Armeinsatz ist nur immer in dieser Range und deswegen hast du nie einen großen Unterschied. Ja. Ich würde dir für die Zukunft empfehlen, mach den Schlag größer, ja, dann ist auch im Kopf das, glaube ich, klarer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, schneller Bodenkontakt, 11. Man kann ja sonstige Sprungübungen immer machen, aber hier bist du jetzt wieder in der Ausfallschrittbewegung, werden wieder genau die Muskeln beansprucht, die du beim Sprinten halt brauchst. Ja. 6, 7, super, 8, 9, 10, 11, 12, oh, 13, dann macht er sogar mehr. Ey, überragend. Rotationsbewegung, also die Kräfte, du arbeitest rechts mit Zug und links mit Drücken, okay? Du darfst ein bisschen den Rumpf mitdrehen. Ja, ganz leicht. Ja. Bauch immer feste halten. Genau. Man gesehen, du kannst noch deutlich mehr Gewicht ziehen, ja, damit dann am Ende auch nicht die Kraft wieder nach vorne zieht. Dann lieber ein bisschen weniger explodieren, aber dafür in der Spannung bleiben. Mhm. Ja. Für die hintere Kette. Auf meinem Foltergerät? Nein, ich habe morgen Training. Hey, komm. Weißt du, wie es geht? Ja. Gleich gebeugte Hüfte, soweit die geht, ist runter und dann wieder aus den Oberschenkeln so rausziehen. Ja. Genau. Feste oben halten, ich bin da als Sicherung. Ja. Weiter tiefer, tiefer. Okay. Komm, 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 touch. Jawohl. Komm ruhig zu mir. Komm ruhig zu mir, komm ruhig zu mir, komm ruhig zu mir. Und zieh dich, super. Genau. Und probier da nicht aus dem Rücken dann nochmal diesen Stück, weißt du, was ich meine? Den Pool rüber. Genau, und jetzt hier rausziehen? Jawohl, jetzt. Ja. Krampf? Ja. Ja, Strecke? In der Wade, aber nicht schlimm. Okay. Gerade, zweite Einheit auch noch. Wenn es die zweite Einheit ist. Und langsam aufrollen. Nicht zu weit hoch, achte darauf, dass deine Knie aber dennoch gestreckt sind. Mhm. Kopf bleibt unten, aus der Hüfte hochkommen, okay? Ja. Über die Hände an die Schläfen, Ellbogen nach außen, ja. Auf eine Pause, bleiben hier, machen gleich noch ein Upgrade mit einem Medizinball, runter, und bleib an der Brust mit dem Ball, und, genau. Runter, ohne Ball, mit Ball, bleib an der Brust, genau, halt den Ball an deiner Brust, jawohl, genau, und komm, merkst du einen Unterschied? Kaum, ja. Hab ich nur gesehen, ja, yep. Weil gerade bei diesen ganzen Schussbewegungen muss der hinten so stark sein, wenn du auflädst und so. Das sind alles. Und dann machst du ja den Schuss nicht langsam, sondern der ist ja explosiv. Und das hat man hier bei so einer Übung perfekt drin. Ja. Perfekt. Nicht rein, bleib nur der. Weiter. Deine Arme. Jawohl. Gut, dann noch einmal. 40 Sekunden, 10 Sekunden abwechselnd einzeln. Dann wechseln, weitbeinig, beidarmig, dann außen innen und dann schlagen. Okay? Ja. Okay? Ja. Und go! Jawohl. Kleiner und schneller, mehr Bizeps. Komm, 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 komm. 5 Sekunden ist der Wechsel. Weiter, ja, das ist gut, das ist gut. Denk an doppelt und switch. Komm, okay, gerade, ja, ja. So wie eben. Schneller, 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 schneller.
auf mehr Schwingung. Kleiner, schneller, 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 schneller. Und wechseln, schlagen mit dem Oberkörper. Laut hier gegen. Ja, Kopf, Kopf. Größer, größer. Ja, ja, genau. Mehr, 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 mehr. 4, 3, 2, 1, stopp. Das war's mit der Einheit. Teil 2 war jetzt hier in Grammo Athletics, also einfach ein Fitnessstudio hat sich der Mann hier gegönnt und vorher auf dem Platz war ja auch schon richtig geil. Wenn ihr Bock habt, beim Speedcamp mitzumachen in Frankfurt, dann einfach einen Link in der Beschreibung abchecken. Das ist am? Das ist in den Herbstferien hier in Frankfurt. Ja. Genau. Erste und zweite Woche Speedcamp, Mentalcamp und diesmal zuallererst auch Kraftcamp. Also diese drei Punkte kriegst du, wenn du vorbeikommst. Sehr geil, gönnt euch und jetzt würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Man kann sich hier sogar gönnen. Warte, komm, wir nutzen noch mehr aus, weil ich habe Werbung fürs Camp gemacht. Ich gönne mir noch Riegel. Er sagt es, okay. Ist geil. Daumen.